Herzlich willkommen zu 45 Minuten ZEK Live, Zentrum für Komparative Theologie und Kulturwissenschaften. Mein Name ist Elisa Klappig. Ich bin Professorin für jüdische Studien und ich freue mich sehr, heute Herrn Professor Aladin El-Mafalani bei uns zu haben, mit ihm zu sprechen. Ich mache vorher auch darauf aufmerksam, dass dieses Gespräch aufgezeichnet wird. Sie bekommen wahrscheinlich alle eine Nachricht und da müssen Sie zustimmen. Und wenn Ihnen im Gespräch Fragen oder Kommentare kommen, dann schreiben Sie diese doch in den Chat. Und eventuell können wir das dann am Ende des Gespräches noch in einer letzten Viertelstunde in die Diskussion integrieren. Nun freue ich mich auf dieses Gespräch, Herr Aladin El-Mafalani ist als Kind syrischer Flüchtlinge in Deutschland geboren. Wir werden nachher noch über Ihre Biografie sprechen. Er ist ein ganz außerordentlich interessanter Soziologe und derzeit Professor in Osnabrück für Erziehungswissenschaften. Er hat einige Preise gewonnen, Auszeichnungen. Und ist Autor von Bestsellern. 2018 ist das berühmte Buch erschienen, Das Integrationsparadox, warum gelungene Integration zu mehr Konflikten führt. Außerdem vor nicht langer Zeit Mythos Bildung, die ungerechte Gesellschaft, ihr Bildungssystem und seine Zukunft. Auf beide Bücher werden wir noch eingehen. Und jetzt gerade gestern habe ich erfahren, das neueste Buch, Wozu Rassismus heute? Ich habe verstanden, dass Sie noch diese Zeit hier reingeschoben haben. Und wir freuen uns, dass Sie noch vor Ihrer ersten Lesung mit uns über dieses neueste Buch auch sprechen können. Ja, also meine erste Frage: Sind Sie ein Bildungsaufsteiger? Hat die Erziehung in Ihrem Elternhaus Sie auf diese Uni-Karriere vorbereitet? Ja. Hallo und danke für die Einladung zu der schönen Veranstaltung hier. Und direkt so eine Frage, die man aber eigentlich leicht beantworten kann. Ich bin eindeutig kein Bildungsaufsteiger. Es gibt sogar manch ein und manch eine auch in meiner Familie, die eher von einem Abstieg sprechen. Mein Vater war Arzt, und da ist Soziologe zu sein, also kein Aufstieg. Natürlich, durch eine Uniprofessur kann man wenigstens sagen, dass es auf Augenhöhe ist. So würde ich es jetzt mal beschreiben. Das hört sich jetzt hart an, aber ich betone das deshalb so, weil viele unterstellen, wenn man Aladin El-Mafalani heißt, war man ein Aufsteiger und zeigt, dass in Deutschland alles möglich ist. Und bezogen auf Migrationsbiografien kann man das mit mir darstellen, bezogen auf Aufstiege von der Unterklasse, von nicht akademischen Milieus in die Oberklasse, wenn man so beschreiben möchte. Dafür bin ich kein gutes Beispiel, sondern ganz im Gegenteil, bestätige eher die Regel. Also Ihre Eltern sind in den 70er Jahren nach Deutschland gekommen, geflüchtet aus Syrien in der Zeit und Sie sind hier geboren. Wann wurde Ihnen erstmals vermittelt, dass Sie ein Deutscher sind? Das ist ziemlich spannend. Also das hat sehr viel direkt und indirekt mit der DDR zu tun. Man muss dazu sagen, mein Vater hat Syrien verlassen und war fasziniert von Deutschland, hat schon Medizin studiert, also war mit dem Studium schon fertig und war aber ein ziemlich, ziemlich überzeugter Sozialist. Und wohin geht man dann? Nach Deutschland, er war begeistert von Marx und Hegel und so weiter, aber dann natürlich auch nach Ostdeutschland, also in die DDR. Also 70er Jahre ist dann landet er in der DDR und findet es nach kurzer Zeit, man kann es so sagen, schrecklich. Und ist dann nach Westdeutschland rübergegangen. Und dann erst kam die Familie nach und danach bin ich erst geboren. Also ich bin dann ziemlich kurz darauf in Westdeutschland geboren, im Ruhrgebiet, im Kreis Recklinghausen und da auch aufgewachsen. Und heute lebe ich auch wieder dort. Und dazwischen war ich dann nach dem Abitur bei der Bundeswehr. Das Kreiswehrersatzamt Recklinghausen hat mich nach Sachsen-Anhalt geschickt. Und bei der Luftwaffe dort sollte ich den Grundwehrdienst ableisten, habe mich total darüber aufgeregt, warum die mich da hinschicken und so weiter. Wollte das verhindern, dann musste ich aber erst hin.
Meine Beschwerde wurde bearbeitet und nach kurzer Zeit gefiel es mir dort total, weil ich es super spannend fand. Und dort hatte man, wir sind in den 90er Jahren, Mitte, Ende der 90er Jahre, hat man richtig erlebt, das war eine NVA-Kaserne, überall stand NVA noch drauf, also Nationale Volksarmee, die Armee der DDR. Auch auf unseren Schuhen stand noch NVA drauf, auf den Betten, auf den Mülleimern, ich kann mich noch nicht, überall, es war eine richtige NVA-Kaserne, draußen standen MiGs, also die sowjetischen Kampfjets und so weiter und so fort. Und die einzige westdeutsche Person, die in der gesamten Kaserne war, war der Staffelchef. Also die Führungsposition wurde aus Westdeutschland geholt, ganz klassisch, wie das ja in vielen Bereichen nach der Wiedervereinigung stattgefunden hat. Und aber das Problem war jetzt, ich halt auch. Also der niedrigste Dienstgrad und der höchste waren Westdeutsche und ansonsten waren das ausschließlich ostdeutsche ehemalige NVA-Unteroffiziere. So, und mit denen musste man sich jetzt irgendwie arrangieren. Das war total spannend. Als die Bundestagswahl war, 98, hat man das sehr deutlich erkannt, dass es so eine Spaltung gab zwischen, also was auffiel zwischen DVU und PDS. Und der Aladin, gerade Abiturient, hat verstanden, wie das hier funktioniert. Und ich habe einfach gesagt, PDS super, Gregor Gysi und so weiter, und hatte sofort einen Zugang zu den eher linken Unteroffizieren. Und jetzt überspringe ich mal nach einer gewissen Zeit. Wir waren schon richtig gut befreundet, hatten total viel miteinander zu tun. Höre ich das erste Mal, dass jemand mich als Deutschen bezeichnet. Also dass eine deutsche Person zu mir, wie selbstverständlich, sagt, ich wäre Deutscher. Aber das war nicht positiv gemeint, denn der O-Ton lautete, du Drecks-Wessi. O-Ton. Das heißt, die Leute, mit denen ich mich angefreundet habe, haben wahrgenommen, haben mich wahrgenommen als jemanden, der so ganz typisch westdeutsch war. Und im Übrigen habe ich mich selber auch so wahrgenommen. Also ich habe mich nicht dort wahrgenommen wie jemand mit arabischen Wurzeln, der in einer syrischen Familie aufgewachsen ist und so weiter. So habe ich mich manchmal wahrgenommen im Ruhrgebiet. Aber als ich dort war, fühlte ich mich richtig westdeutsch und fand die alle komisch. Also wirklich komisch, sympathisch, nett, so dass man sich anfreunden konnte, aber dennoch komisch. Also es rechtfertigte zu sagen, dass sie aus einem anderen Land kommen. Und das habe ich die ganze Zeit wahrgenommen. Und das Schlimmste daran war eben, dass ich wahrgenommen habe, dass die sich von mir diskriminiert fühlten. Von dem, der sich sonst immer selber diskriminiert fühlte. Jetzt habe ich das getan und zwar völlig ohne, dass ich es beabsichtigt habe. Und auch so, dass ich im Prinzip gar nicht wusste, was ich machen soll. Also allein nur meine Haltung war ein Problem für die. Und das hat mich total sensibilisiert. Einmal mich mein Leben lang von da an mit Diskriminierung und Ungleichheitsverhältnissen auseinanderzusetzen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ohne diese Erfahrung, die ja nicht ein Tag war, sondern Monate, ne? Ohne diese Erfahrung hätte ich ganz sicher nicht Soziologie studiert. Denn das habe ich ja dann im Anschluss gemacht. Ja, es ist also interessant, dass es bei Ihnen nicht als syrisches Migrantenkind, dass nicht da die Sensibilisierung stattfand, sondern als Westdeutscher. Und da haben Sie auch verstanden, wie man das wird durch den Blick der anderen. Nicht, was man vielleicht gar nicht ist, nicht diese Schwierigkeit. Ja, Sie haben dieses Buch geschrieben, was auf den Bestsellerlisten stand. Es wurde ausgezeichnet als das Wohlfühlbuch des Jahres von der FAZ, das Integrationsparadox, warum gelungene Integration zu mehr Konflikten führt. Ich finde Ihre Thesen ganz wunderbar. Also auch mir gibt es ein Wohlgefühl, zum Glück als Jüdin. Und ich kann mich da sehr stark drin finden. Aber trotzdem ist das mit dem Wohlfühlbuch ja auch nicht nur positiv gemeint. Sagen Sie doch etwas zu den Thesen, zu der Hauptthese Ihres Buches. Ja, die Hauptthese, die steckt schon im Untertitel. Der Untertitel lautet, warum gelungene Integration zu mehr Konflikten führt. Also gelungene Integration führt zu mehr Konflikten, deswegen Integrationsparadox. Und im Prinzip geht es darum, dass wir eine Vorstellung haben davon, dass wenn Integration gelingt, dass es dann harmonisch wird, dass die konfliktfreie Gesellschaft dann so ein bisschen paradiesisch dann am Horizont naht. Und meine These ist, dass eigentlich das Gegenteil zu erwarten ist. Ich beschreibe es mit so einer Metapher, die Gesellschaft als Raum gedacht und mehr Integration und mehr Teilhabe bedeutet eigentlich, dass mehr Menschen, die vorher auf dem Boden saßen, sich an den Tisch setzen.
Und am Tisch sitzen dann mehr Menschen und die wollen einen schönen Platz am Tisch und ein Stück vom Kuchen. Und dann wird es nicht gemütlicher, wenn mehr und immer unterschiedlichere Menschen einen schönen Platz am Tisch haben wollen und ein Stück vom Kuchen. Und wenn das über einen längeren Zeitraum passiert, dann steigert sich das Konfliktpotenzial nochmal. Und das ist, glaube ich, so das Besondere an dem Buch und an der These, dass das für ganz viele auch innerhalb der Wissenschaft schon eine gewisse Innovation hatte. Dabei mache ich nichts anderes als sehr orthodox die klassische Soziologie, die Vorkriegssoziologie, die Soziologie vor dem Zweiten Weltkrieg, die deutsch-jüdische Soziologie von vor dem Zweiten Weltkrieg, einfach orthodox, wenn man so möchte, anzuwenden an die heutige Zeit. Und dann kommt nämlich raus, dass wenn über einen längeren Zeitraum die Menschen am Tisch sitzen, diese neuen Menschen, die neu am Tisch sitzenden, dass die dann Fragen stellen, weil denen reicht nicht mehr, einfach nur am Tisch sitzen zu dürfen. Die sind nicht dankbar, sondern die fragen, die stellen kritische Fragen, nämlich zum Beispiel, ist das überhaupt das richtige Rezept? Ist die Tischordnung noch die richtige? Und ist die Esskultur die richtige? Und genau dieses Problem haben wir jetzt, nämlich drei sind es eigentlich, das Problem, die Verbindung zwischen Boden und Tisch. Die Teilhabe muss weiter aufrechterhalten werden. Gleichzeitig gibt es zweitens Verteilungskonflikte am Tisch. Deswegen, dazu haben alle eine Lösung. Der Kuchen muss größer werden und so weiter. Das kennen wir alles. Und drittens geht es darum, welche Identität hat der Tisch? Wer hat die Deutungshoheit und an was orientieren wir uns am Tisch? Das sind drei sehr unterschiedliche Probleme, die gleichzeitig bestehen. Die wechseln sich nicht ab, sondern die bestehen jetzt gleichzeitig. Und darauf haben ganz wenige Akteure eine Antwort. Das ist hochkomplexe Situation, so würde ich es beschreiben. Also mir gefällt, dass Sie sagen, der Konflikt, die Tatsache, dass wir heute Gegenbewegungen haben, die wieder zurück zum Nationalen wollen, eine homogene Gesellschaft lieber wollen, Ängste ausdrücken, dass das der Beweis dafür ist, dass die Integration gelungen ist, dass wir eine offene Gesellschaft geworden sind mit vielen Gruppierungen und die sitzen zum großen Teil, nicht alle, aber doch sehr viel mehr als vor 20, 30 Jahren, sitzen mit am Tisch. Und deswegen der Konflikt, dass wir uns streiten, die Spannungen sind der Beweis, dass es gelungen ist. Das gefällt mir sehr gut. Als Jüdin sage ich auch, dass wir heute auf eine Art über Antisemitismus reden, die zeigt, der Antisemitismus ist nicht mehr gestiegen als sonst. Es ist immer dieselbe Zahl. Aber es sind mehr Juden ganz normal in der Öffentlichkeit, machen mit. Und deswegen gibt es auch wieder diejenigen, die sich da also antisemitische Äußerungen zutrauen. Das ist das Zeichen. Allerdings bin ich da vorsichtig. In den 30er Jahren hatten wir das auch. Da haben die Juden in Deutschland auch gedacht, man erkennt uns doch gar nicht, wir sind doch voll integriert. Bis sich herausstellte, die Antisemiten meinen das ernst. Das ist nicht nur eine Gegenbewegung, die meinen das ernst. Also wo ist bei Ihnen da, wo kippt es von der gelungenen Integration? Und da gehört der Konflikt, die Streitkultur dazu, das ist der Beweis. Und ab wann ist es doch so, dass man es nicht positiv schönschreiben kann? Das ist total wichtig, darauf hinzuweisen. Ich bringe ja das, was den Jüdinnen und Juden widerfahren ist in den 30er Jahren, ja gerade als Beispiel dafür. Also das ist das eine Beispiel. Das andere Beispiel ist Obama in den USA, damit man nicht den Eindruck bekommt, das wäre ein rein deutsches Phänomen. Und das dritte Beispiel, das mache ich dann mit Ostdeutschland, mit meinen eigenen Erfahrungen deutlich. Ich gehe vielleicht ganz schnell alle drei durch. Überhaupt die Perspektive dafür zu bekommen, dass wenn Teilhabe, Integration und so wunderbar gelingt, dass das überhaupt kein Indiz dafür ist, dass es jetzt gemütlich wird. Ich glaube, dass ich darauf gekommen bin und nicht andere Kollegen von mir, hat zwei Gründe. Erstens, dass ich wirklich großes Interesse hatte an der klassischen Soziologie, die Vorkriegssoziologie, die eben in der Unordnung was Interessantes sah und nicht in der Ordnung. Das war nach dem Zweiten Weltkrieg, sah die deutsche Soziologie fast ausschließlich nur in Ordnung das Gute. Und sobald etwas unordentlich war, war das ein Problem. Das war vor dem Zweiten Weltkrieg das Gegenteil. Das kann man auch erklären, warum das so ist. Gibt es auch Bücher zu von Louis Kozer zum Beispiel, dem deutsch-jüdisch-amerikanischen Soziologen, der dazu viel geschrieben hat, warum das sich so geändert hat durch den Zweiten Weltkrieg. Aber ich habe mich halt an der Vorkriegssoziologie orientiert, erstens. Und zweitens, ich bin, glaube ich, die erste Generation an Wissenschaftlern an deutschen Universitäten, die so richtig gut informiert waren über Shoah und den ganzen Zweiten Weltkrieg. Also allein durch die Schule, ich habe es in
ich sage mal, in 12 Fächern 20 Mal durchgenommen sozusagen und jedes Mal nicht verstanden, wie das passieren konnte. Aber was ich verstanden habe, war, dass Jüdinnen und Juden optimal integriert waren. Wenn ihnen was vorgeworfen wurde, dann, dass sie zu gut integriert sind. Und als ich mich auch später damit beschäftigt habe, wie der moderne Antisemitismus überhaupt, gerade in Spanien im 15. Jahrhundert entstanden ist, dann wurde denen auch immer unterstellt, zu gut integriert zu sein. Das heißt, Integration kann also auch zu gut sein in der Wahrnehmung einer Mehrheit. Und mit der Perspektive habe ich nie geglaubt, dass Integration zu Harmonie führt. Dann ist während meiner akademischen Karriere, die so begonnen hat, Barack Obama US-Präsident geworden. Das hat meine Perspektive in den Nullerjahren nochmal extrem geschärft, weil dadurch ist nicht quantitativ der Rassismus in den USA stärker geworden, aber qualitativ. Genauso wie es, wie Sie es gerade auch bezogen auf Antisemitismus beschreiben. Nicht die Anzahl der Menschen, die rassistisch oder antisemitisch denken, nimmt zu, aber deren offensive, aggressive Art kriegt eine neue Qualität. Haben wir genauso in den USA erlebt. Sind sich nicht alle in den Arm gefallen und gesagt, wir haben endlich einen tollen, charismatischen Präsidenten, der schwarz ist. Sondern ganz im Gegenteil, keinen einzigen Skandal zwischen ihm und seiner Frau auch nicht. Seine Frau auch sehr charismatisch. Eigentlich müsste man sagen, die repräsentieren den amerikanischen Traum. Aber das Problem war für viele, dass sie schwarz waren. Und auch die Republikaner oder die Tea Party, die dann am Ende Trump erzeugt hat, haben genau mit dieser Angst gespielt. Guck mal, die übernehmen den Laden jetzt. Die Farbe des Landes ändert sich. Die haben den Spruch von Obama, Change, selbst übernommen. Change, aber Change of Color. Die Farbe unseres Landes verändert sich. Und mal gucken, was die mit uns machen, wenn die den Laden übernehmen. Und also lange Rede, kurzer Sinn. Ähnliches habe ich in Ostdeutschland auch erlebt, wo die sich darüber aufregen, wenn eine Tatortkommissarin, eine deutsche Tatortkommissarin von einer türkischstämmigen Schauspielerin gespielt wird. Und vorher die Nachrichten von einer türkischstämmigen oder einem italienischstämmigen oder einer arabischstämmigen Nachrichtensprecherin vorgelesen werden. Und dann danach abends noch auf einen Sonntag ein türkischer Kabarettist sich über Ostdeutschland lustig macht. Das finden eben viele Leute nicht so witzig. Das heißt, diese gelungene Integration, dieses mehr an Teilhabe, mehr am Tisch sitzen, führt dazu, dass die Konflikte sich steigern und auch, dass die Gegenbewegung stärker wird. Das muss man sehen. Also das heißt also, es gibt Menschen und Menschengruppen, die das Gefühl haben, bei dieser zunehmend sich öffnenden Gesellschaft verlieren sie was. Mhm. Und, also bisschen, Sie haben gerade, und in gewisser Hinsicht kann das auch richtig sein. Sie haben die Beispiele genannt, also Bill und Jayla, nicht? Wenn man wissen will, was deutsch ist, muss man sich seine Comedy-Show ansehen. Er führt es vor, nicht? In Witzen. Und Fußballer, Nachrichtensprecherinnen, Tatortkommissarinnen. Aber sind das nicht alles Menschen mit Migrationshintergrund, die Deutsche darstellen? Und meine nächste Frage ist die, als Jüdin möchte ich nicht zur Minderheit gezählt werden. Das ist, finde ich, sehr wichtig für Juden, dass sie aufhören, sich als Minderheit zu begreifen, sondern sie sind Teil der Mehrheitsgesellschaft. Das ist Ihr Beispiel vom Tisch. Wir wollen mitbestimmen, wollen den Kuchen mitbestellen. Wie aber, nicht an den Beispielen, die Sie genannt haben, wie aber kann, welche Rolle spielt da noch das eigene? Ich finde es sehr wichtig im Judentum, dass es eben nicht dasselbe ist wie Christentum, wie deutsche Leitkultur, solche Dinge, sondern dass schon ein eigenes Judentum in Deutschland als deutsches Judentum mitbestimmt. Wie sehen Sie das bei den anderen Gruppierungen, die sich integrieren, gelungene Integration betreiben, Konflikte mit provozieren? Wie gelingt es da, das eigene auch mitzuentwickeln in diesem Konfliktmix? Es geht ja nicht darum, die konservativen, nostalgischen, ich sag mal Rückhaltekräfte zu bewahren und vielleicht auch Radikalisierungen Vorschub zu geben, sondern wie lässt sich das eigene weiter in diesem Konfliktmix entwickeln? Das ist, Sie haben jetzt so ein Problem aufgemacht. Ich kann die Frage nicht beantworten. Ich kann Ihnen das Problem nur noch größer machen. Das ist viel größer. Also ich sehe schon, dass die meisten Jüdinnen und Juden sich eher als Minderheit sehen. Und manche aber versuchen, so wie Sie es gerade gesagt haben, sich in die Mehrheit hinein zu manövrieren. Also das ein Gleiche. Zentralrat der Juden in Deutschland ist eine
Organisation, ein Gremium, eine Institution, die die deutsche Gesellschaft mitgestaltet. Das ist nicht eine Minderheit. Nicht? Das ist ein Organ, was mit der Bundesregierung und auf höchsten Ebenen mitgestaltet. Aber es ist ja eine Organisation. Also wir können jetzt eine Organisation gründen, die muslimisch ist und oben was mitgestaltet, hätten aber kein einziges Problem gelöst an der Basis dadurch. Das meine ich jetzt nur, ich nehme wahr, dass die meisten Jüdinnen und Juden ein Problem damit haben, zu sagen, ich bin deutscher Jude oder deutsche Jüdin. Ich sehe auch, dass sehr, sehr viele, das wissen viele nicht, die Mehrheit, die riesengroße Mehrheit der Jüdinnen und Juden einen Migrationshintergrund hat. Also allein die Rede von deutschen Juden ist in vielerlei Hinsicht erklärungsbedürftig, sage ich jetzt mal. Und das nehmen auch viele, viele nicht wahr. Die entscheidende Frage ist, die durchzieht sich durch alle Gruppen. Was ist überhaupt die Mehrheit? Ist die Mehrheit der Tisch? Das würde bedeuten, alle auf dem Boden würden wir, weil sie denen es schon schlecht geht sozusagen, zu der Minderheit machen. Und die Minderheit wäre aber nicht mehr gekennzeichnet. Das sind schwarze Menschen und weiße Menschen, Deutsche und Migranten, Männer und Frauen. Das heißt, dann haben wir keine Kategorisierung mehr, außer dass sie die Unterklasse bilden. Kann man machen. Zu sagen, die Unterklasse gehört nicht dazu, ist aber erklärungsbedürftig. Wenn wir alle am Tisch dazu zählen, müssen wir verstehen, ja, dabei, die streiten sich ja gerade wie wild. Und zwar nicht entlang der Kategorie Jude, Nicht-Jude. Wir sehen, dass die Juden gerade in den Feuilletons sich untereinander auf eine interessante Art und Weise streiten. Und das Gleiche machen Muslime. Das sehe ich ja permanent. Ich bin selber Beauftragter für muslimisches Engagement in Nordrhein-Westfalen und moderiere sozusagen in den innermuslimischen Diskurs. Und da sehe ich nur Konflikte. Es ist keinerlei, es ist an sich auch keine einheitliche Gruppe. Ich würde sagen, da gibt es starke Kräfte, die sich nicht der Mehrheit zuordnen und genauso starke Kräfte, die sich schon längst in der Mehrheit sehen. Und also jetzt komme ich auf die Gesellschaft insgesamt. Unsere Gesellschaft hat gerade das Problem, nicht sagen zu können, was sie eigentlich ist, wer so etwas wie die Mehrheit ist. Sie kann sagen, wer nicht dazu gehören sollte. Also sowas wie AfD und Islamismus und Rechtsradikalismus und so, das soll irgendwie nicht dazu gehören. Problem ist nur, die sitzen am Tisch. Also all diese Gruppierungen sitzen auch am Tisch, nicht komplett, aber so ne, teilweise. Und in dieser Zwischenphase sind wir gerade. Also ich würde es wirklich sagen, das sind alles Indizien dafür, dass wir in so einer Zeitenwende sind, weil wir nichts mehr genau sagen können. Also aus meiner Sicht die Unterscheidung Jude, Nicht-Jude, Muslim, Nicht-Muslim, schwarze Menschen, weiße Menschen und so, das sind Unterscheidungen, die nicht mehr so viel wert sind, weil sie sagen nicht, ob wir über Befürworter der offenen Gesellschaft, des Liberalismus und so weiter sprechen oder ob wir von Schließungen sprechen, von Backlash, wie im US-amerikanischen Kontext darüber gesprochen wird und eben über, hier würden wir sagen, über irgendwelche populistischen oder andere fundamentalistischen Tendenzen die Rede ist. Also, wir wollen ja auch nicht mehr zwischen links und rechts unterscheiden. Genau. Nicht? Das genau. Macht keinen Sinn aus Ihrer Sicht, sondern offene Gesellschaft oder geschlossene Gesellschaft. Nicht? Und Sie genau. Sagen, das geht quer durch alle Gruppierungen. So würde ich sehen. Was heißt das? So würde ich sehen. Also es gibt immer noch rechts und links, klar. Und auf dieser Skala, in dieser Achse könnten sich alle einigermaßen verorten. Parteien genauso wie Menschen. Dann würden aber die meisten sagen, sie sind irgendwie in der Mitte. Alle wollen irgendwie schon so in der Mitte sein. Mitte ein bisschen Mitte rechts, Mitte links, aber auf jeden Fall Mitte. Schon mal ein Hinweis darauf, wenn alle Mitte sein wollen, dass diese Unterscheidung keinen Sinn mehr macht. Und ich würde eine andere Unterscheidung sehen, die heute zumindest im Diskurs viel stärker in den Vordergrund drückt, auch wenn sie anders bezeichnet wird. Ich bezeichne sie mit, will ich eine noch offenere Gesellschaft als die, die wir jetzt haben? Oder möchte ich mehr geschlossene Schließung, wie es früher war? Und wir haben zwei Parteien nur, die sich da eindeutig positionieren, die Grünen und die AfD. Das sind auch die beiden Parteien, die jetzt über einen längeren Zeitraum betrachtet die höchsten Zugewinne haben. Die AfD eindeutig für Schließung, die Grünen eindeutig für Öffnung und alle anderen Parteien, naja, die haben Schwierigkeiten, sich in dieser Skala irgendwie zu verorten. Na, die sind in sich gespalten, so wie die Gesellschaft insgesamt in sich gespalten noch ist. Das heißt ja nicht, dass das auf Dauer so ist, aber ich glaube, es liegt daran, dass diese Vielheit an Problemen, ne, also die Verbindung zwischen Tisch und Boden, das ist der Grund, warum wir heute über Klassismus so viel sprechen, die Diskussion am Tisch, Verteilung, wir reden deswegen heute so viel über Quoten, darüber, wie man eben dafür sorgt, dass die Repräsentanz am Tisch gewährleistet ist
und dann über das Rezept. Deswegen sprechen wir über Leitkultur. Woran orientieren wir uns eigentlich? Und wie kriegen wir es eigentlich hin, ein Leben so zu gestalten, dass alle Religionen, alle sexuellen Orientierungen und so weiter und so fort gleichermaßen am Tisch sich wohlfühlen und dabei sind? Diese drei Probleme können überhaupt nur in offenen Gesellschaften stattfinden. Und wer diese drei Probleme einfach lösen will, könnte sagen, die offene Gesellschaft ist das Problem. Hätten wir sie nicht, hätten wir diese drei Probleme nicht. Und das machen Populisten immer. Sie lösen das Problem, indem sie sagen, die offene Gesellschaft an sich ist das Problem. Wir müssen wieder zurück in die glorreiche Vergangenheit, wo es diese Probleme nicht gab, wo wir eine starke Nation waren und wo es, wenn man es mal übertreiben möchte, klar war, dass weiße Männer das Sagen hatten, Frauen darunter waren, Muslime nicht niemals dazugehören dürfen. Allein die Frage, gehört der Islam zu Deutschland, kann nur gestellt werden, wenn Muslime am Tisch sitzen. Solange Muslime auf dem Boden saßen, war das keine Frage, die überhaupt verstanden werden konnte. Und. Das heißt, wir haben Problemstellungen, die haben was mit der offenen Gesellschaft selbst zu tun. Wir müssen erkennen, dass das, was wir geschaffen haben in den letzten 50 Jahren, nämlich jetzt erst in einer offenen Gesellschaft zu leben. Wir lebten vor ein paar Jahren, also als meine Eltern in den 70er Jahren nach Deutschland gekommen sind, war Deutschland keine offene Gesellschaft. Also überhaupt gar nicht. Und wir sind also eine geworden. Wir hatten Erfolg und das Problem, was wir jetzt haben, hat mit unserem Erfolg zu tun. Das ist sozusagen die Paradoxie selbst. Das würde aber doch bedeuten, dass die, die jetzt am Tisch sitzen, die Pluralität, auch ihr eigenes, ich komme noch einmal auf das eigene, es soll ja keine Assimilation an das Deutsche an sich sein, sondern man soll schon das, was man mitgebracht hat oder mit einbringt, was also das Recht auf Anderssein, Alterität, gehört ja mit dazu. Also das würde bedeuten, dass man das doch wieder neu jetzt pluralistisch weiterentwickeln muss. Also Islam pluralistisch, Judentum pluralistisch. Das wirkt nach innen hin, die Debatte, die wir gerade im Judentum haben, wer ist Jude? Nur die, die eine jüdische Mutter haben oder auch die, die einen jüdischen Vater haben. Genauso im Islam. Was ist Islam in Deutschland? Nicht gibt es einen pluralistischen Islam? Gibt es diese Möglichkeiten, das so weiterzuentwickeln? Das wäre ja der Weg, das eigene in dieser neuen pluralen Situation an diesem Tisch der vielen neu zu suchen. Ne? Mhm. Mhm. Genau. Aber das Problem haben nicht nur die beiden Religionen. Das Problem haben alle Gruppen, die es gab, bevor die offene Gesellschaft kam. Also was ist heute konservativ? Das ist eine unlösbare Frage, meine ich ganz ernst. Das ist, und im Übrigen, die Konservativen haben das Problem, dass sie zu wenig intellektuellen Spirit haben, diese hochanspruchsvolle Frage heute überhaupt vernünftig zu stellen. Und deswegen driften Konservative in allen westlichen Gesellschaften zum Populismus über. Also bleiben nicht in der liberalen Mitte. Es ist in Deutschland noch nicht passiert, aber in fast allen anderen Ländern, die dieses Problem schon früher hatten, ist der Konservatismus in den Populismus übergegangen oder eben hat sich radikalisiert. Wir könnten jetzt alle anderen Sachen auch durchgehen. Alle Ideologien, alle Gruppierungen, die es gab, bevor es die offene Gesellschaft gegeben hat, müssen sich heute völlig neu positionieren, weil die offene Gesellschaft zu Nebenwirkungen führt, jetzt nach Beipackzettel, ne, zu Nebenwirkungen führt, mit denen man nicht gerechnet hat. Und jetzt gibt es manche, die sagen, die Nebenwirkungen sind zu krass, wir wollen das nicht. Und andere sagen, nee, wir wollen das so, wir haben mit den Nebenwirkungen nicht gerechnet, jetzt müssen wir mit den Nebenwirkungen umgehen. Und dieser Umgang mit den Nebenwirkungen, der ist eine Herausforderung für alle. Also wirklich für alle, außer für diejenigen, die das Prinzip selbst verinnerlicht haben. Also zum Beispiel, wie kann eine grüne Ideologie oder eine grüne Weltsicht oder eine grüne Politik in der offenen Gesellschaft funktionieren, ist eine leicht zu beantwortende Frage. Genauso wie die AfD die Frage leicht beantworten kann. Beides Strömungen, die erst in der offenen Gesellschaft entstanden sind. Deswegen haben sie nicht das grundsätzliche Problem. Alle anderen haben das Problem. Und die Religion sowieso, sind ja tausende alte Gebilde mit einer langen Tradition. Und in der offenen Gesellschaft Tradition zu bewahren, ist eine hochanspruchsvolle Sache. Und weil sie so anspruchsvoll ist, muss man es tun. Denn das, was wir gerade erleben, ist ein völliger Verlust an Tradition. Und das kann keiner per se gut finden. Also die Tradition einfach nur so zu bewahren, wie sie sind, geht nicht. Macht auch keinen Sinn. Sie aufzugeben, ist hochriskant, weil in ihnen sehr viel steckt. Identifizierende Elemente, genauso wie Erinnerung und auch im Prinzip auch die Wahrnehmung, woher man kommt, im Guten und im Schlechten. Das sind alles Dinge, die sind hochrelevant, gerade in einer offenen Gesellschaft, die selbst
per se eigentlich wenig Orientierung gibt. Also deswegen würde ich sagen, die Religionen haben damit ein ganz, also stehen vor einer ganz zentralen Herausforderung, nicht beliebig zu werden, denn dahin tendiert alles, was sich zu sehr öffnet, aber auch nicht zu verschlossen zu sein, denn jedenfalls, umso verschlossener man ist, umso bedeutungsloser wird man in offenen Gesellschaften. Und das ist also sozusagen die Skala, ja auch, in der man sich bewegen muss. Ja. Es gibt ja auch die Rede vom Traditionsabbruch. Das ist nicht nur in den Religionen. Im Judentum ist es übrigens auch sehr stark, nicht das, ein fast aggressives Desinteresse an der religiösen Tradition. Und also einen Traditionsabbruch, der aber auch zum Beispiel in den Parteien und Vereinen beobachtet wird. Kaum jemand will noch in einen Vorstand hinein. Und dann ist aber irgendwann die Tradition weg, nicht? Dass auch in demokratischen Parteien, wenn da nicht genügend Nachwuchs sich engagieren will. Also das ist ein Problem, was bleibt. Und mir hat aber Ihr positiver Ansatz sehr gefallen. Also der Konflikt, dieses Ungemütliche, das ist das Positive. Und da kann man positiv ansetzen. Nun will ich noch auf Ihr Buch Mythos Bildung eingehen. Da haben Sie gesagt, dass Bildung ein Mythos ist. Nicht? Mit Bildung löst man kein einziges der großen gesellschaftlichen Probleme, etwa die vielen offenen Fragen der Digitalisierung, den fortschreitenden Klimawandel oder den Umgang mit globaler Migration. Selbst die aufgeheizte gesellschaftliche Stimmung oder die Konzentration von Problemlagen in bestimmten Stadtteilen wird sich durch eine Ausweitung und Aufwertung von Bildungsinstitutionen nicht abschwächen. Ich finde das interessant, dass Sie diesem Allheilmittel Bildung kritisch entgegentreten. Aber Sie sind ja jetzt nicht für ein Ende der Bildung. Das kann es auch nicht sein. Ich höre Sie nicht. Sie sind stumm geschaltet. Ja, und das sage ich als Bildungsforscher. Das muss einem klar sein. Es gibt ja eigentlich nichts Schöneres, als sein eigenes Thema so hoch wie möglich zu ranken. Und ich sage, nein, das ist nicht, es ist kein Allheilmittel. Und das ist aus vielerlei Gründen wichtig zu betonen. Einmal, weil es einfach so ist. Es ist keine Lösung für alle Probleme. Da kann ich vielleicht gleich noch drauf zu sprechen kommen. Aber zum Zweiten auch, weil indem alle so viel da hineinprojizieren, führt das dazu, dass man gar nichts mehr erreicht. Und das ist ja das, was wir gerade haben. Also alle sagen immer, wir müssen dies oder jenes machen über Bildung. Und dann gibt es zwei Probleme. Unsere Bildungsinstitutionen sehen irgendwie ganz anders aus als diese hohe Bedeutung. Und zum anderen lösen wir die Probleme dann nicht. Weil durch Investitionen in Bildung, um das jetzt mal klar zu deutlich zu sagen, hat sich das Problem Klimawandel überhaupt gar nicht gelöst. Alle Probleme mit der Digitalisierung haben sich nicht gelöst, sondern im Gegenteil, sie sind schlimmer geworden, weil man ja so lange nichts getan hat, weil man geglaubt hat, der Einzelne, wenn er nur besser gebildet ist, könnte das Problem lösen. De facto ist es sogar ganz gegenteilig. Je höher das Bildungsniveau, desto mehr CO2 verbrauchen Menschen. Je höher das Bildungsniveau einer Gesellschaft, desto mehr CO2 verbraucht sie weltweit. Und das können wir jetzt durchspielen. Bildung korreliert eher mit schlimmem Klimaverhalten als mit gutem Klimaverhalten. Und das könnte man in vielen Sachen durchgehen. Regelmäßig haben die meisten Bildungstitel AfD-Fraktionen und vieles mehr. Das heißt also, Bildung ist erstmal etwas, was nicht dazu geeignet ist, soziale Problemlagen, gesellschaftliche Konflikte besonders zu lösen, sondern es schafft eine Basis, auf der man streiten kann, auf der man diskutieren kann. Aber es ist per se nicht die Lösung selbst. Und das, was über Bildung zumindest im Rahmen sehr komplexer Verhältnisse gelöst werden könnte oder geschaffen werden könnte, ist mehr Fairness, mehr Chancengleichheit unter zumindest bestimmten Rahmenbedingungen. Und wenn das ein Ziel ist, also mehr Kompetenzen in der Gesellschaft, nicht weniger Probleme, sondern mehr Kompetenzen in der Gesellschaft und ein gewisses Niveau, was alle erreichen. Also ein gewisses Niveau sollen alle erreichen. Das ist ja auch ein Beitrag hin zur Chancengleichheit. Das sind Dinge, die man schaffen kann und das sollten Ziele sein. Beides verfolgt man kaum. Stattdessen sagt man, wir haben Antisemitismus, Schulen sollen es lösen. Wir haben Mobbing, Schulen sollen es lösen.
Die Digitalisierung fordert uns alle heraus, Schulen sollen es lösen. Das ist völlig absurd, weil Lehrkräfte wissen gar nicht, wie sie das Problem lösen sollen. Wissenschaftler wissen gar nicht, wie sie mit der Digitalisierung umgehen sollen. Wir brauchen politische Entscheidungen in all diesen Bereichen. Wir brauchen Maßnahmen und nicht die Forderung, dass die Schulen das Problem lösen sollen. Die wissen gar nicht, wie sie das tun sollen. Erstens, weil häufig die Konzepte und Inhalte fehlen. Daran kann man arbeiten, dauert aber eine ganze Weile. Aber zum Zweiten sind sie gar nicht in die Lage versetzt. Dafür bräuchten wir ganz andere Ganztagsschulen, viel mehr Investitionen auch in die Schulen, viel mehr verschiedene Professionen. Und auch das hat man nie getan. Also das heißt, die Forderung, Schulen sollen es lösen und Bildung wäre die Lösung, ist eigentlich so eine Art Blackbox, damit man das Problem eigentlich wieder beiseite schieben kann. Kommt auch im Übrigen immer nur dann, wenn man keine Lösung hat. Immer dann, wenn Politiker keine Lösung haben, sagen sie, wir müssen in die Schulen investieren. Das ist einfach mir zu albern, also zu einfach und damit auch zu albern. Mhm. Ich mache die Zuschauer darauf aufmerksam, dass sie jetzt Fragen in den Chat schreiben können, Fragen oder Anmerkungen. In der Zwischenzeit wollte ich Sie auch noch fragen, das neue Buch, Wozu Rassismus? Gut, dass Sie das haben. Ja, wozu Rassismus? Nicht? Die Frage, wozu brauchen wir den? Ja, also der Titel des Buchs ist tatsächlich die Perspektive. Ist ein bisschen ungewohnt, aber ich glaube, so kommt man tiefer in die Materie rein. Die Frage, wozu ist das eigentlich gut? Denn wir wissen seit sehr langer Zeit, dass es keine Rassen gibt, dass das alles eine historische eine Entstehungsgeschichte hat. Also im Prinzip spricht alles dafür, alles. Also das, was die Mehrheit denkt und sagt, genauso wie alles, was man wissenschaftlich weiß, spricht alles dafür, dass das verschwindet. Tatsächlich verschwindet es aber nicht. Es schwächt sich ab, das dokumentiere ich auch an verschiedenen Stellen, aber es verschwindet nicht. Deswegen muss man fragen, warum verschwindet es nicht? Und diese Frage ist schwer zu beantworten. Einfacher ist zu beantworten, wozu ist Rassismus eigentlich da und warum ist es deshalb schwer, dass es verschwindet? Und da gibt es verschiedene Gründe, die ich in allen Kapiteln immer wieder durchgehe. Es hat was mit Menschen zu tun, es hat eine gewisse psychologische Funktion, das ist, glaube ich, plausibel. Es hat aber auch was zu tun mit gesellschaftlichen Strukturen. Und wenn man das verknüpfen will, beschreibe ich jetzt nur mal ganz kurz, wie ich strukturellen Rassismus, das ist ein Kapitel, und das ist ja ein Begriff, der häufig einfach gesagt wird und keiner weiß genau, was gemeint ist, den gehe ich ganz, ganz ins Detail durch, wofür dieser Begriff eigentlich sinnvoll genutzt werden kann. Nämlich, indem man sagt, in den gesellschaftlichen Strukturen ist Rassismus integraler Bestandteil, so wie Asbest in vielen Wänden ist. Das heißt, wir können jetzt nicht einfach mal durch eine Gesetzgebung, zack, ist der Asbest raus. Das geht nicht so einfach. Das ist eine sehr, sehr mühsame Arbeit, das zu machen. Es ist sozusagen in den Fundamenten drin. Und woran man erkennt, dass es in den Fundamenten ist, das gehe ich spezifisch durch. Einmal in den Vorurteilen und Einstellungsstrukturen in der Bevölkerung, aber auch in den Wissensstrukturen. Also das, was wir als kulturelles Wissen haben, da ist ganz viel rassistische Überbleibsel drin, die wir jetzt nach und nach feststellen. Das erkennt man zum Beispiel, wenn wir heute Schulbuchforschung uns angucken. Ich glaube, es wurde noch nie ein Schulbuch entdeckt, wo nicht viel Rassismus drinsteckt. Kann man übrigens auch bei Antisemitismus erkennen. Aber da ist die Sensibilisierung in den Verlagen immer noch ganz gut. Also vergleichsweise. Sagen Sie mal das an einem heutigen Beispiel. Das ist heutige Forschung, dass in Schulbüchern ein bestimmtes Afrika-Bild transportiert wird, dass in Schulbüchern Menschen mit Migrationshintergrund oder schwarze Menschen in ganz bestimmten Kontexten nur auftauchen, die überhaupt nur dann Sinn ergeben, wenn alle Menschen rassistisch denken, unbewusst rassistisch denken. Sonst würde man das gar nicht logisch finden, was da steht und nachvollziehen können. Aber warum das so ist, liegt an sozialstrukturellen Dingen, also eine andere Art von Struktur, nämlich wir alle, ich sage es mal ganz hart, im Buch steht es auch so hart, wir alle gehen regelmäßig essen oder auf Partys zu Diskos und stellen fest, dass sehr, sehr häufig fast immer schwarze Menschen an der Toilette stehen und dort arbeiten. Und wir erleben regelmäßig, dass in den höheren Positionen weiße Menschen arbeiten. Das Gleiche weltweit. Wir erleben, dass die Gesellschaften, die überwiegend eine weiße Bevölkerung haben, sind die entwickelteren, die anderen nicht. Das heißt, entweder ich glaube, das hat Rassegründe. Das hat halt so Gründe. Die Weißen sind halt einfach immer besser als die anderen. Oder ich glaube, oder ich habe verstanden, dass das am Rassismus selbst liegt. Das heißt, das Spannende am Rassismus ist, dass er das erzeugt, was er unterstellt. Und das heißt also, wir müssen es
richtig thematisieren und rausarbeiten. Wenn wir es nicht thematisieren, ist es so stark in den Strukturen, in den Wissensstrukturen, in der Sozialstruktur und im Übrigen auch in der normativen Struktur, das sind die drei strukturellen Elemente, die ich da durchgehe, ist es so stark drin, dass wenn wir es nicht explizit thematisieren und dekonstruieren, wir jedes Mal glauben, ja, ist ja wirklich so. Also jedes Mal bestätigt sich eigentlich rassistisches Denken. Und daran merkt man, dass das ein strukturelles Problem ist und kein individuelles. Es ist also nicht, man ist nicht sozusagen schon fertig, wenn man sagt, ich habe afrodeutsche Freunde, ich kann gar nicht Rassistin sein, sondern wenn man die eigene Systematik erkennt in so den subtilen Entscheidungen, nicht, die in jedem Moment stattfinden. Ganz eindeutig. Ja. Und das ist aber eigentlich trivial. Ne? Also im Deutschland der 1930er Jahre hatte wahrscheinlich fast jeder Deutsche jüdische Freunde. Also dass das, nur weil ich jemanden kenne und Menschen nett finde, dass das irgendwie einen immun machen würde gegen strukturelle Probleme und gegen Hass und Agitation, das ist so absurd, das überhaupt zu glauben. Also das Argument, ich mache das doch nicht, weil ich Freunde habe, die töten sind. Also das würde bedeuten, Sexismus und Vergewaltiger und so weiter darf es nicht geben, weil doch alle eine Mutter haben. Das ist so, so wirklich dumm, dass ich manchmal daran verzweifle, wenn kluge Leute auch in der Politik und so meinen, dass das ein Argument wäre. Das ist eigentlich ein Gegenargument, dass sie sich so wenig damit beschäftigen, dass ich mir Sorgen mache, dass sie das wirklich getan haben. Also ich will nicht missverstanden werden, aber es ist so dumm, dass ich mir Sorgen mache, wenn solche Banalitäten dann ernsthaft da transportiert werden. Das zeugt nur davon, dass man überhaupt nicht weiß, wovon man redet. Und dann mache ich mir am meisten Sorgen. Aber auch dieser Ansatz, also wenn man versteht, dass Rassismus ein System ist und man muss sich jetzt selber gar nicht so sehr die Schuld geben, sondern verstehen, dass man auch selber rassistisch aus Versehen sich verhält, ist ja die Fortsetzung Ihrer These zur gelungenen Integration. Denn erst jetzt wird Rassismus überhaupt, also in seiner Systematik bewusst. Das heißt, der Rassismus nimmt ab, wenn er so thematisiert werden kann. Ja. Nicht, dass man sich nicht schuldig fühlen braucht, ich habe jetzt aus Versehen was gemacht, also was immer es ist, und dass man die Systematik erkennt. So ist es. Also der Rassismus nimmt ab. Eindeutig. Und die drei Bücher hängen total eng miteinander zusammen. Das Bildungsbuch basiert eigentlich darauf, wie schafft man es, dass Boden und Tisch verbunden bleiben, dass die Menschen vom Boden sich an den Tisch setzen können. Da steht Klasse im Vordergrund. Bei dem Integrationsparadox stehen alle benachteiligten Gruppen im Mittelpunkt, aber es geht mehr um den Tisch. Und bei Rassismus jetzt geht es ganz stark um Menschen mit Migrationshintergrund, schwarzen Menschen, weißen Menschen, also diese Unterscheidung insgesamt. Im Übrigen geht es da auch an einigen Stellen um Antisemitismus, denn der moderne Rassismus und der moderne Antisemitismus, das ist nicht das Gleiche, aber das ist sehr verwandt und zeitgleich entstanden und hatte auch eine ähnliche Figur. Ne? Es hätte mit dem Blut zu tun der Menschen und so weiter und so fort. Und dementsprechend geht es jetzt in dem Buch darum, wie eigentlich, wenn während es alles sich abschwächt, ne, und der Diskurs aber viel intensiver wird, eben eine Sache, die als Grundthese im Integrationsparadox steckte, wie eigentlich man dann das Problem greifen kann. Also es geht einfach nur ganz detailliert da rein, weil es ist zu erwarten, dass die Kontroversen, die Hitzigkeit jetzt noch enorm zunehmen, enorm. Weil die Menschen, die nicht von Rassismus betroffen sind, spreizen sich in zwei Richtungen. Die einen, die sehr verständnisvoll sind, aber an der Gesellschaft zweifeln. Also sehr viele denken sich, um Gottes Willen, was leben wir denn in einer Gesellschaft, die immer noch so ist? Das kann doch nicht wahr sein. Und deswegen stellen die dann ganz viel in Zweifel, bis hin zu der Leistungsgesellschaft an sich. Und die anderen, die sagen, ey, jetzt reicht's aber. Also nachdem wir die Kabarettisten und die Nachrichtensprecher und die Schauspieler und die Fußballspieler, und jetzt wollt ihr noch mehr, wann hört es denn endlich auf? Das heißt, innerhalb der Gruppe, ich sage jetzt mal, der weißen Deutschen, gibt es diese Kontroverse. Innerhalb der Migranten und POCs gibt es noch mehr Verzweigung. Wenn ich kurz darf, die drei entscheidenden Tendenzen. Mich würde interessieren, ja, was sagen Sie den Migranten, die ja am Rassismus festhalten, den täglich erlebten Rassismus? Was sagen Sie denen? Der täglich erlebte Rassismus ist eine unheimlich anstrengende Geschichte, der sogar krank macht. Also es gibt sehr viele Studien dazu. Das gehe ich ein ganzes Kapitel lang durch.
Das entscheidende Problem ist ja, wenn, also je nachdem, wie Menschen damit umgehen, hat nicht, also hat überwiegend damit zu tun, welche Erwartungen sie hatten. Also die, gerade die jungen Leute, die die Erwartungen hatten, in den ersten 20 Jahren ihres Lebens, dass wir eigentlich in einer Gesellschaft leben, wo jeder das Gleiche erreichen kann, die eindeutig nicht rassistisch sein sollte, und in denen ich alles erreichen kann, wenn ich mir nur Mühe gebe. Und die erleben jetzt durch den Diskurs, aber auch, weil sie einen viel geschärfteren Blick haben, dass eben überall noch rassistische Überbleibsel sind und eben auch sexistische und eben auch antisemitische und alles. Und das führt dazu, wenn man sehr hohe Erwartungen hatte an eine faire, offene Gesellschaft, dass man extrem enttäuscht ist und dadurch auch relativ aggressiv wird. Jetzt diese Aggression, das wollte ich gerade sagen, kanalisiert sich in drei Bahnen. Und das ist der Grund, warum die rassismuskritischen Akteure in dreifacher Weise einen Konflikt intern haben. Weil es gibt den einen, zu dem gehörte ich übrigens in meiner Jugend, die sagen, Leute, es gibt Rassismus, der ist super nervig, dagegen müssen wir es tun, weil das Ziel ist, dass es alles keine Rolle mehr spielt. Also sozusagen eine Egalisierung, das ist eigentlich das Ziel. Die zweite Gruppe, die ist ein bisschen jünger, später entstanden, das gibt es übrigens auch in der Frauenbewegung, die betonen gerade das diskriminierende Merkmal. Das heißt, die reden die ganze Zeit davon, dass sie das Schwarzsein lieben. Sie lieben ihr Schwarzsein oder sie lieben es, ihre türkische Herkunft. Sie betonen also das, was eigentlich keine Rolle spielen soll nach der ersten Gruppe. Ne? Und gehen halt dahin. Das gibt es übrigens auch überall sonst. Die LGBTIQ-Szene spricht auch von Pride, also auch so Stolz und so weiter. Und die dritte Gruppe, das ist die in Deutschland als letztes sich etablierende, ist auch übrigens die anstrengendste, die bezweifelt, dass es diese Differenzkonstruktion überhaupt gibt. Was ist denn überhaupt Hautfarbe? Wer sagt denn überhaupt was? Also die bezweifeln, dass es sowas wie türkisch sein, deutsch sein oder vernünftigerweise gibt. Das heißt so dekonstruktivistisch, postkoloniale Tendenzen. Das sind drei Kanalisierungen, die alle drei Rassismuskritik und Aktivismus bedeuten, aber alle drei kaum miteinander kommunizieren können. Und das bedeutet also, egal in welche Gruppe wir am Tisch gucken, beim Thema Rassismus, es gibt so viele unterschiedliche Gefühlsebenen und auch intellektuelle Ebenen, damit umzugehen, dass wir erstmal eine ganze Weile brauchen werden, das so zu sortieren. Ich freue mich nur und deswegen das Buch auch. Da gibt es ein Kapitel ausschließlich zu der Herausforderung für Pädagoginnen und Pädagogen, aber auch zur Polizei und so weiter. Bei Pädagoginnen und Pädagogen ist mir das am wichtigsten, dass sie niemals, und da stehen wir heute, niemals denken, ja, also die wissen auch nicht, was sie wollen, ja, diese drei Tendenzen und so weiter. Also professionelle pädagogische Arbeit bedeutet, dass man weiß, dass völlig vernünftig, klug denkende Menschen, die bestimmte Erfahrungen haben, diese drei sozusagen Kanalisierungsformen haben. Das ist ein Ausgangspunkt pädagogischer Arbeit und nicht eine interessante Fragestellung oder irgendein Grund zu sagen, das überfordert mich oder so. Und ja. Also vielen Dank. Ich könnte noch Stunden mit Ihnen diskutieren. Ich auch. Das sind alles Thesen und auch gerade diese letzte, nicht? Also wo stehen diejenigen, wie kann man das aufgreifen, dass daraus auch eine nachhaltige Diskussion entsteht und nicht einfach drei verschiedene Gruppen aneinander vorbei diskutieren. Wir müssen leider aufhören, aber irgendwo in diesem Leben trifft man sich ja immer wieder. Sie moderieren ja auch in Dortmund und woanders auch niedrigschwellig tolle Diskussionen, wo jeder hin kann. Und ich empfehle allen, ihre Bücher zu kaufen. Das Neue, aber auch das über den Integrationsparadox. Das ist immer noch sehr heiß zu lesen. Und ich hoffe, dass auch Ihre Tochter Ihnen weiterhin hilft beim Schreiben, ja, beim klaren Schreiben und sich verständlich ausdrücken. Ich mache jetzt aufmerksam auf die nächste Diskussion in einem Monat. Am 6. Oktober, 18 Uhr, diskutiert Muna Tatari mit Wolfgang Thierse, dem ehemaligen Präsident des Deutschen Bundestages. Und da können wir uns dann alle wieder versammeln. Vielen Dank, Herr Elmar Falani. War mir eine Freude. Dankeschön.